Er meint, wie kann man die ganze Zeit zweideutig sein? Ist das nicht auch eine Art von Betrug? Erstmal sollten wir wissen, diese Zweideutigkeit wird nicht in jeder Situation benutzt. Nummer eins. Und Nummer zwei, wenn sie Betrug wäre, hätte der Prophet sallallahu alaihi wasallam das nicht vorgemacht. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam war auf der Flucht. Und es wurde ein Kopfgeld ausgesetzt von 100 Kamelen auf ihn. Du kannst dir vorstellen, die Leute waren auch hinter ihm her. Und als er an einem bestimmten Ort war, sagte ein Mann zu ihm, min aina anta, woher kommst du? Er sagte, min ma. Was heißt ma? Was heißt ma? Wasser. Unter anderem, was noch? Was heißt noch ma? Samen. Samentropfen, richtig. Das alles ist eine Bedeutung von ma. So, der Mann, der gefragt hat, der hat ja gar nicht über diese Bedeutung nachgedacht, weil er gesagt hat, ich komme von ma. Dann dachte der Mann, der kommt aus irgendeiner Stadt, die ma heißt und die er nicht kennt oder aus einem Gebiet. So, hier hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam das verwandt. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, die Überlieferung ist bei Abu Dawud, er sagte uns, wenn ihr im Jumu'ah-Gebet seid und jemand von euch lässt Wind, was soll er dann machen? Was soll er machen? Ja? Er soll seine Nase zuhalten. Ja, ist jetzt was aus der Nase gekommen oder aus einer anderen Stelle? Aber warum soll er sich die Nase zuhalten? Hä? Warum soll er sich die Nase zuhalten? Damit die Leute nicht denken, dass das... Nein, ist peinlich, oder? So, überlegt man die ganze Menge, schaut nicht mehr auf dem Khatib, auf dem Redner, sondern sie gucken sich an und sagen, der war's. Ja, es ist peinlich. So. Ist das zweideutig, ja oder nein? Dass einer Wind lässt und seine Nase zuhält, ist das zweideutig, ja oder nein? Ja. Aber, Achil Karim, wir sagen, diese Zweideutigkeit nimmst du nicht in jeder Situation wahr, sondern wenn du es brauchst, weil du hast recht. Wenn man nur das benutzt, wird man irgendwann wo reinfallen? In Lüge. Und davon haben wir doch nichts. Das ist nur eine Möglichkeit, um sich aus Notsituationen zu befreien. Aber nicht, um so etwas so lange zu machen, bis man letztendlich in den Betrug oder in die Lüge hereinfällt. Wallahu ta'ala, ala wa alam. Ya dhakir al-ashab, kum mutaddiban.